Queen's minions disappoint me. Why pursue knowing? It'll soon be over. Alter! Ist mir egal, fahr gegen die scheiß Dings da. Wenn die auch kaputt machen, ey. Hallo Grappler. Ah, scheiße. Control of your vessel is yours. Doch, haben wir geschafft. Haben wir bekommen. You cling to life, but you're still no closer to my new realm. End this madness, David Jones. Remember who you were. Calypso. This is a new world, David Jones. You are bound to no aught upon these waters. The Flying Dutchman need not chain you here. I knew you was a pirate. A man who was not afraid of him own heart. Out here, that man can live again. Come back to me. Aye. No, the point of no return is long since past that. We are at war. Wars do not end with weapons, they end with words. I call for parley, David Jones. Parley? According to the code set down by Morgan and Bartholomew, do you not see, my sweet Calypso? You cannot invoke the right of parley because, my dear, you are not a pirate. You are a monster. As am I. Then the man I love is truly. And no one shall be left to mourn his passing. Do you see where your courage has led you, Jack Sparrow? You and your friends shall die here alone. Two issues, mate. One, our heavens have already been dead. And two, Captain Jack Sparrow and his friends are not alone. Pentagon. The captains of the damned have heard your call, Calypso, and are prepared to heed it. We shall sail. Yes, it's Rose. Genau, hinten rechts ist Pentagon. Nicht links. Pentagon hat nicht die Sterne, glaube ich. Coming for you, Jones!
Ach, jetzt gibt's so Gas, ja? Alles klar. Mit Blitzen, ey, weil. Sieht cool aus, so an sich. Haben wir jetzt eigentlich alles zerstört? Jetzt 10 Stück noch weitere? Wie Kanone auf dem Boden fliegen hier. Was ist jetzt hier? Ja, wieso stirbt er nicht? Ich hab den 8 Schüsse reingehauen. Ja, ich. So, Robson. Jetzt ist er down. Wie Schuss hat er denn ausgehalten? Ja, wer hätte denn einen Schuss ausgehalten, ja? Na, normal hätte er 4 Schüsse aus. Das war mir jetzt. Was machst du denn? Also, schau doch weiter. Oh, alles klar. Lass ich so dran. Fällt mir. I see you're on land. Your fate is sealed. Du bist aber sehr nah an.
Sache haben wir. Na ja. Ja, gut, dann erstmal rein gehen, dann können die Sache schon eh alles. Ja, später alles einsammeln. All that awaits you in my spire is sun and damp. Drin war. Egal. Schwimmen. Du willst jetzt durchsuchen, das ist bei euch. So. Bei Fallschlangen könnte ich jetzt lang gegangen. Nein, entscheidend. Ja. I'm going up your tower. We'll be fine, mate. Just get inside that spire. Was ist denn? Ist hier draußen irgendjemand, der immer so rumsteht? Weil neben dem Geist ist der erste. Aber. Verwünschungen der Vergangenheit. Der Autor des Logbuchs ist unbekannt. Unseres Herzens Begehren, unsere größte Furcht, unsere Triumphe und schrecklichsten Fehler. Hier kehren sie alle wieder und suchen uns heim. Es heißt, es gibt eine Taverne, in die die geehrten Toten einkehren gehen und trinken können, wie sie wollen. Ein Lichtfleck in der endlosen Finsternis. Wir anderen sind in unserem Leben gefangen, den Überresten unseres Lebens. Wir wiederholen uns, bis wir büßen, bis der Fährmann endlich unseren Namen ruft. Wir sollten wir verweilen, verschlummert von unseren eigenen Legenden, schwinden wir, vergessen die Möglichkeit von Entkommen, von Wandel und von Hoffnung. Wir werden nichts als Figuren in Geschichten, die wir selbst schufen. Wenn nichts von uns mehr bleibt als die Geschichte, sind wir wahrhaft verloren. So, nächst. My phantoms are sworn to protect us, fire. So einer Frau neben roten Korallen. Hier? So ähnlich. Ist nicht unter so einer roten Blume. Nee. Da ist ein Schiffswrack dabei. Nee, weiter. Die hier. Die ist es. Hm? So. Hier hinten.
ausgesetzt. Der Autor des Logbuchs ist unbekannt. Tja, das ist mal eine verzwickte Lage, sage ich. Hab mir wohl den Kopf gestoßen, als wir über Bord fiel. Keine Ahnung, wie hier ich überhaupt hier angespült wurde. Ich schätze, umzuheulen bringt nichts. Ich habe alles dreimal zusammengeklaubt und ein rauchendes Feuer gemacht. Das muss doch wem auffallen. Unheimlich ist das hier. Erinnert mich an das Drift, wo ich in Rotten Roland ausgesetzt habe und die Beute selbst behalten zu haben. Ich könnte schwören, ich hätte all dies schon einmal aufgeschrieben. Gestern? Vorgestern? Ich bin mir nicht mehr sicher. Schiff ahoi! Endlich Oh, die Gestalt am Steuer sieht gruselig aus. Ich frage mich, was unter dieser Maske sein mag. Hey, das ist ja der Rapper wahrscheinlich. We'll be fine, mate. Just get inside that fire. What is it that you hold to a complex? So ein Stück. Careful climbing that spire. Aber jetzt hier mal hoch und dann mit genügend FPS und mit. Ich sagte ja, ich krieg jetzt mal ein Lexbike, aber ist okay. Alles klar. Alter, wie die Spawn kämpfen. Ah, die Spawn kämpfen richtig. Ja, wie die Idioten einfach spawnen. Alter, der hat ja gar keine Chance davor. Auch Kalypso ist voll am Ausrasten. Der schickt ja auch 20 Blitze gegen ihn. Was wird jetzt dazu sagen? My phantoms are sworn to protect us, fire! Will it be fine, mate! Just get inside the fire! Here, in dem Busch. Ach so. Eine seltsame Flucht. Das Schlimmste am Kerker, abgesehen vom Gestank, war der Gedanke, dass ich meine Flucht nur geträumt haben könnte. Dann kam der Bärtige, also er schoss eine Kanonsalve gerade durch die Zellwand. Jawohl, so geht ein guter Auftritt oder Abtritt. Wir segelten weg und er sagte mir, dass das Gefängnis der Traum sei, dass ihn früher tatsächlich entkommen war. Das war so ein Map-Tafel oder so, meinte er. Einsperren lasse ich mich nicht gern. Erst recht nicht, wenn ich schon einmal aufgebrochen war. Also war ich gern dabei, mit ihm mitzukommen. Wenn diese dunklen Brüder mich aus den Met-Tafeln raushalten, dann hebe ich für die auch gern meinen Säbel. Das halten andere bestimmt genauso. Ja, alles klar, die Met-Tafeln. Erstmal ein richtiges, schönes, geiles Met-Brötchen. So, bevor wir runterrutschen, ich guck mal kurz, was wir nachholen. Your fate is sealed. Das war das dritte Punkt dann. Nächste ist bei. Let's fire the source of James's power. What say you destroy it? Ah, wir können unterrutschen. Das war hier, bei denen ist das direkt. Da. Ich diene.
Davy Jones, der Autor ist immer noch unbekannt. Mein ganzes Leben hieß es, dass Davy Jones einen in einem Albtraum stürzen würde. Aber heute haben seine dunklen Brüder mich vor genau dem Schicksal bewahrt. Noch besser, sie versprachen mir den Weg aus dem Meer der Verdammten, wo ich unzählige Leben lang festsaß. Meine alte Crew ist an meiner Seite und sieht genau aus wie ich. Ich mich an sie erinnere. Vielleicht sind sie nicht mehr als meine Erinnerungen, aber kämpfen tun sie gut. Jones hat uns ein Ende unserer ewigen Gefangenschaft versprochen. Die, die den Kodex brauchen, sollen nicht mehr für ihre Sünden büßen. Ich werde die Waffe gegen die Piraten erheben, die mich zurückließen. Ich werde für meine Freiheit kämpfen und den dunklen Brüdern dienen. Herren der See. So, das letzte Buch. Ist dann einfach oben auf dem Punkt. Hier, über dem Rack. So, hier neben der Alten. Ein Mann der Kompanie. Ein Mann der Kompanie von Lord C. Beckett. Es ist überaus beunruhigend, die eigene Position in der Welt nicht genau zu kennen. Ich hätte schwören können, dass meine Männer und ich auf meinem Schiff wären. Aber als Mann der Kompanie werde ich die Interessen für Kompanie vertreten. Ich sehe, dass Jones und die Piraten weiter einander bekriegen, wie zuvor. Folgerichtig muss dies das Gefecht sein, auf das ich mich vorbereitete. Eine andere logische Erklärung gibt es nicht. Also folge ich weiter meinem Plan. Davy Jones Truhe soll, wenn nötig, von meinen Soldaten mit ihrem Leben beschützt werden. Die Flying Dutchman wird diesen Piratenhaufen gewiss in die Knie zwingen. Und sobald dann Sparrow tot und Jones damit nutzlos geworden ist, ein Herz hat keinen Platz in einem Geschäft. All that awaits you in my spire is sudden death. Oder? Achso, hier sind doch die Journals von Dingens. Ach, hier ist auch Jackie's Journals. Okay. Ach stimmt, jetzt bin nur die Black Pearl. Aufzeichnung. Also müssen wir dort oben da töten. Na denn, los geht's. Hallo Becke. The Brethren know they face extinction. All that remains is for them to decide where they make their final stand. Hallo. Du weißt, deine Leute sind mittlerweile Geister. Double kill. Ja, Klypso, machst du gut. Hat den Blitz auf ihn gefeuert gerade. Eigentlich muss auch Barbarossa wirklich kommen als Feind. Einmal. Barbarossa war doch eigentlich in den letzten Teilen. Ja, mehr.
Anführung, aber in Anführungsstrichen halt. Ja, halt. Rückzug? Ja, nix Rückzug. Nix Rückzug. I can sense it. It's just good business. Run to your ship before the spire collapses where it belongs. Ja, der Kollaps erst, wenn David Jones tot ist. Also. Wo ist denn unser Welt? Andere Seite. Alter, unser Bruder hat vorhin Abfang gerade gemacht, als er dir diese Truppe da kam. Ah, ich bin tot! Ich hab einen Schritt zu weit gemacht. Ich hab meinen Knöchel gestaucht. Ah! Alter, wie viele Geister rumschwören hier. Und hier ist ein Loch. She still has her top gun. Ah, rechts ist das. Natürlich überall ein. Oh, scheiße, ich bin mal da. Ach, Kanonen irgendwie bereit. Jungs, das schafft ihr doch, oder? Wir sammeln. Nach kommen. Nächster Druckverlust.